Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 12. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie übernommen und genauso berechnen ihren Horoskopen. Das heißt, sie berücksichtigen auch die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, das ist anderes als in westlichen Astrologie. In diesem Legesystem der Tanz der Schamanen, da habe ich auch was dabei gedacht, weil das ist eine tanzende Bewegung nach Rhythmus, das sind die kosmischen Einflüsse und wir sollen auf diesem Harmonie uns einlassen, auf diesem Schwingung uns einlassen und Schamanen kommt die Begriff, weil das ist eine gewisse Heilung, wenn wir im Einklang sind mit der Natur. Es gibt die vier Grundelementen, wie wir das kennen, auch in westlichen Astrologie, auch in indischen Astrologie. Und das ist die Feuerelement, das ist die Begeisterung, die Bewegung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Dann kommt die Erde-Element, das ist die Realität, die Bodenständigkeit, Materie, aber auch Natur oder unserem Planet Erde. Dann kommt die Luft-Element, das hat mit Leichtigkeit was zu tun, mit unserem Atem etwas zu tun, aber auch Gedanken, Ideen und Kommunikation. Und dann kommt die Wasserelement, das herrscht über unserem Unbewussten und über unserem Gefühlen. In tibetischen Astrologie gibt es aber fünf Elemente, weil das haben sie übernommen von chinesischen Astrologie. Aber bei dieser Legung bleiben wir bei diesen vier Grundelementen und wir können auf dem ersten Blick erkennen, es fehlt die Erde-Element. In Erde-Element und dazu gehört die Tierkreiszeichen Steinbock, die Tierkreiszeichen Stier und Jungfrau. Da fließt gerade keine Energie. Es gibt keinen kosmischen Einfluss, direkten Einfluss auf diesem Tierkreiszeichen. Aber damit wir im Einklang sind von der Natur, brauchen wir als Ausgleich die Erde-Element. Und das heißt Bodenständigkeit, um die Finanzen kümmern, selbstsicher sein, etwas Wertvolles im Besitz nehmen oder geduldig zu sein, bedeutet auch unserem Natur, die Garten oder raus in die Natur. Nicht nur aus diesem Grund fehlt etwas in diesem Erde-Element, sondern heute ist Halbmond. Halbmond ist immer Spannung, immer. Sonne und Mond steht in Spannung. In einer Halbmondposition verbindet sich Sonne, Mond und Erde. Heute ist Sonne im Widder. Und das ist Feuerelement, unserem Planet Erde und das symbolisiert Gaia, steht in Verbindung zu unserem Planet Erde. Gaia, also unserem Planet Erde, bewegt sich im Waage, das ist Luftelement und Mond, bewegt sich im Krebs, das heißt, es verbindet sich wieder Waage und Krebs. Die drei Elemente sind Feuer, Luft und Wasser. Es fehlt wieder die Erde-Element. Und damit wir im inneren Gleichgewicht bleiben, in Ruhe, wir sollen die Erde-Element betonen, besonders die Tierkreiszeichen Steinbock, Ziele setzen, das nicht aufgeben, geduldig zu sein.
und diese Ziele ins Auge behalten, weil das ist so wichtig. Und das befestigen und unseren Gefühlen auch ernst nehmen. Sonne bewegt sich im Widder und erreichte den Mondhaus Kritika. Kritika heißt übersetzt die Plejaden. Und die Plejaden wirken gerade auf dieser Sonnenbewegung. Und das bedeutet, Sonne, also die Scheinbewegung, die Sonne, übergeht gerade den goldenen Tor der Ekliptik. Warum sage ich das so, die Scheinbewegung, die Sonne? Weil in Wirklichkeit bewegt sich unser Planet Erde hier im Waage. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht und diese Scheinbewegung die Sonne übergeht, im Grenzbereich bewegt sich zwischen Widder und Stier und hier befindet sich das goldene Tor, die Ekliptik. Und dieses goldene Tor der Ekliptik bildet sich von Hyaden und Plejaden. Die sind Geschwister. Die Hyaden sind 7 Geschwister, die Töchter von Atlas. Und die Plejaden sind auch 7 Geschwister, die Töchter von Atlas. Die sind Halbschwester und sie weinen, weil sie haben ihren Bruder verloren. Ihren Bruder ist im Brunnen gefallen. Und es ist die Tränen, wir entscheiden uns, was für Tränen, die Traurigkeit, die Zweifel oder die Freundestränen. Man nennt diesen Sternen auch als Regengeschwister, weil sie haben die Regenzeit verkündet. Also hier regnet etwas und genau diese Geschichte beschreibt Frau Holle. Wir entscheiden uns, wenn wir durchgehen in diesem goldenen Tor, ob wir im Vertrauen bleiben, sind optimistisch, sind wir die Gewinner im Leben, dann regnet Gold, das ist die Gold-Marie-Einstellung. Oder geben wir auf, wir glauben an uns nicht, oder sind wir pessimistisch, schlecht gelaunt, dann gehen wir in anderen Richtung, dann regnet hier Pech, dann sind wir die Verlierer im Leben, dann sind wir die Pechmarie. Und die Sonnenbewegung hier zeigt dem Licht, öffnet unseren Augen, wie wichtig das ist, diese Richtung bestimmen. Wir sollen immer in die Richtung schauen, wo wir gehen wollen, weil da lenken wir die Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wenn wir Aufmerksamkeit lenken, dann heißt, wir lenken Energie in die Richtung und die Energie manifestiert sich. Und hier im Widder natürlich Neuorientierung oder Neuanfang. Sonne ist im Grenzbereich, bald übergeht schon im Stier und dann manifestiert sich. Stier ist schon Erdeelement. Und das heißt in Besitz nehmen, aber das ist die energetische Vorbereitung und das erzählen hier die Plejaden. Mond bewegt sich im Krebs, fühlt sich sehr wohl im Krebs. Mond kann im Krebs voll entfalten. Das ist ihr Element. Und hier handelt es sich auch um Gefühle. Und die Krebsenergie ist dieses Gefühl zu haben, wann ist die richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist besser zum Abwarten, in den richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Und Krebs zeigt auch unserem inneren Zuhause. Ich nenne das immer als inneren Tempel, wo unsere Seele wohnt. Und dieses Mondhaus heißt Ashlesha. Und das ist übersetzt, bedeutet Schlange. Hier begegnen wir uns mit Schlangenenergie. Und das haben wir sogar in unserem Körper. Das ist die Kundalini-Energie. Davon haben wir 2. Die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten. Und da sind Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl oder Wut.
Die anderen Energie befreit uns von diesen negativen Gefühlen und steigt die Energie nach oben, wie Phönix aus der Asche. Das ist die Wandlung, was eigentlich zum Skorpion gehört. Das ist Skorpion-Energie, aber die Krebs zeigt diesen Rückzug. Das erstmal bewusst zu sein, zur Ruhe kommen, dass, damit wir einen Bezug haben zu diesem Energiefelde. Und das ist diese Wandlung. Dieser Mondhaus Aschleischa, was Schlangen bedeutet, dieser Mondhaus erzählt auch trennen, befestigen. Trennen, befestigen. All das, was uns unterstützt, was uns hilft, das sollen wir befestigen. Das sind Glaubenssätze, schöne Gewohnheiten, auch positiven Gefühlen, wunderbare Kontakten und Freundschaften oder Liebe. Das befestigen. Auch solche Erinnerungen. Und all das, was stört, davon trennen. Die ganze Prozess macht die Skorpion, aber damit bewusst zu sein, dieser Rückzug, damit überhaupt das erkennen können, das ist aber Krebs. Und die Krebs lässt das geboren. Das ist wie die Geburtswasser, geboren von etwas Neues. Mars bewegt sich in Zwillinge. Hier, Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Zwilling ist auch beweglich, da passiert einiges. Und können wir uns leichter durchsetzen, auch mit Worten, anderen überzeugen von unserer Meinung. Und hier gibt es auch karmische Aufgabe, eine neue Richtung. Das zeigt dieser Drachenkopf, das, was die Seele gerade sucht. Das ist die Richtung, was fehlt, was uns befreit. Mars ist männliche Energie, natürlich dieser karmische Weg trifft erster Linie die Männer von etwas befreien, eine Neuorientierung, neugierig zu sein für Veränderungen. Merkur bewegt sich im Widder und das bedeutet Neuigkeiten oder durch Gespräche, Terminen oder Verträgen ändert sich etwas. Merkur in Widder kann auch bedeuten, dass wir zu schnell etwas sagen, was wir später vielleicht bereuen. Weil Widder gibt dieser Impuls, hat gar keine Zeit, das wirklich überlegen und dann kann das zum spontanen Entscheidungen treffen oder Sprache, was nicht wohl so überlegend ist. Manchmal ist es gut, wenn man so direkt ist. Jupiter bewegt sich hier in Skorpion und Jupiter ist gerade rückläufig. Eigentlich, dieser Planet vermehrt etwas, aber diese Rückläufigkeit bremst das momentan und das hat auch einen Sinn. Das zeigt, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vergrößern. Lieber abwarten, noch etwas überprüfen, hat oft das mit Vergangenheit was zu tun. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und zeigt auch die Ungerechtigkeiten in unserem Leben. Venus hat die Tierkreiszeichen Fischen verlassen und ist übergangen in Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, in den nächsten Wochen bewegt sich Venus hier im Widder. Dieser Mondhaus heißt Ashwini und das heißt Heilung. Es kommt Heilung in die Liebepartnerschaft. Bei Widder-Energie gibt es auch Neuigkeiten, auch Bewegung und Begeisterung, kann auch eine neue Bekanntschaft, eine neue Liebe auch auslösen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn ist gerade rückläufig und diese Rückläufigkeit hat mit Vergangenheit was zu tun, oft alten karmischen Themen und das zeigt sich hier im Schütze. Und Ketu, dieser absteigende Mondknoten oder Drachenkörper, zeigt auch Vergangenheit, alten karmischen Themen. Und in diesem Bereich bewegt sich Saturn in diesem Schnittpunkt, in diesem Orbisbereich,
wo wirklich löst etwas aus karmischen Erinnerungen. Wir lernen auch bei Saturn Einfluss und das zeigt die Schütze. Die Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und das bedeutet unseren Wünsche. Das ist die Orientierung. Klare Ziele setzen, dazu brauchen wir aber die Orientierung. Uranus ist im Widder und bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und es kommt auch plötzlich. Und das im Widder bei vielen Menschen bedeutet es auch Neuanfang. Neptun lässt unsere Träume verwirklichen, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Und lässt uns inspirieren, schenkt uns diese künstlerische Begabung oder aktiviert diese Begabung. Neptun bewegt sich in Wassermann und das zeigt auch die Leichtigkeit, gerade die Weitblick, die Möglichkeiten, Chancen, das zu verwirklichen und die neuen Ideen. Pluto ist hier im Schütze, nähert sich auch zu diesem Mondknoten. Juni treffen sich hier Saturn und Pluto exakt auf diesem Knoten. Pluto hat auch eine wichtige Aufgabe, zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Alles andere ist unwichtig, alles oder nichts. Bei Pluto gibt es das. Alles oder nichts, alles loslassen, verabschieden, was Energie, Zeit und Kraft raubt. Mond bewegt sich hier im Krebs, aber nähert sich zum Grenzbereich, zum Löwe und morgen übergeht dann in Tierkreiszeichen Löwe und morgen bekommt ein Einfluss von Regulus. Regulus ist eine von den vier königlichen Sternen, die Sterne der Könige und Herrscher. Das ist das Herz der Löwen und das zeigt Herzensangelegenheiten. Das ist wie eine Schatztruhe unserem Herz und diese Schatztruhe sollen wir öffnen, weil es alles drin, was wir lieben. Und wir können mit diesen Herzensangelegenheiten morgen beginnen, heute noch nicht. Heute noch nicht, es ist Halbmond, es ist Spannung, das wirft alles zurück, löst Unklarheiten aus, Unsicherheiten. Aber wir dürfen heute das schon verinnerlichen, meditieren, nachdenklich zu sein und dann ab morgen dürfen wir schon Schritte machen, damit wir das im Tat umsetzen können. Die Verbindungen heute, Sonne und Saturn, steht eine schöne Verbindung. Beide ist Feuerelement, Sonne im Widder, Saturn im Schütze, zwei Feuerelement verbindet sich. Das heißt, klar und deutlich erkennen, was wir erreichen wollen und was wir lernen, auch das in Form zu bringen. Wir brauchen diese Struktur. Sonne steht auch mit Pluto in einer schönen Verbindung, wieder zwei Feuerelement verbinden sich, die Augen öffnen, was sollen wir loslassen oder trennen, kündigen und im Wesentlichen konzentrieren. Sonne und Jupiter bilden sich einen sogenannten Quinkungsaspekt. Und hier handelt es sich um rechtliche Lage, eine Gerechtigkeiten oder Ungerechtigkeiten. Sonne im Widder, Jupiter hier in Skorpion. Also Thema kann sein eine rechtliche Lage. Oder wenn wir versuchen etwas vergrößern, vermehren oder suchen wir unsere Chancen im Leben. Das sind die wichtigsten Themen. Die Sonne öffnet unserem Auge oder möchte etwas klären und bei dieser Verbindung, bei diesem sogenannten Quinkungsaspekt ist sehr schwierig, weil das ist die Vielleicht-Aspekt und das kann ich so erklären. Stellt euch vor, es ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt euch, ihr sollt das beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Was würdet ihr antworten? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da kommt. Und genau dieses Gefühl, diese Energie wirkt auf eine rechtliche Lage, wo wir sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich weiß es nicht, wie sie das entscheiden. Vielleicht so, vielleicht so, vielleicht bleibt momentan alles stehen. Ich habe keine Ahnung. Oder wenn wir versuchen, die Gerechtigkeit vertreten, weil wir etwas als ungerecht empfinden, dann stehen wir auch vor diesem Energie, wo wir dann sagen, ich weiß, ich bin im Rechten, aber wie soll ich andere überzeugen? Vielleicht glauben das nicht. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann das gar nicht einschätzen, was jetzt kommt. Oder wenn ihr etwas vergrößern wollt, und es ist auch Jupiter-Energie, dann kommt auch dieser Aspekt im Vorschein, wo ihr dann sagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, klappt das nicht, ich kann das gar nicht einschätzen. Und dieses Gefühlszustand wirkt heute. Das löst diese Verbindung aus. Und jetzt zum tibetischen Astrologie, und das symbolisiert dieses Bild. Die Jahrgänge, die 1969 Geborenen oder die geboren werden noch 2029, das, so weit sind wir gar nicht. Also dieser Jahrgang 1969, die Jahrgänge stehen in Einklang oder sind sie im Einklang mit dem heutigen Tagesenergie. Und diese Tagesenergie bedeutet, die Vergangenheit so akzeptieren, wie das ist. Gar nicht so viel nachdenken. Wir müssen nicht immer alles loslassen, aber es ist wichtig, jetzt nicht an die Vergangenheit denken, sondern wir brauchen einen Plan. Und dann kommt die Zahl 10 in Vorschein, weil das wird dann ein Neuanfang sein. Wir müssen nicht heute starten, aber wir brauchen die Orientierung. Und so wie diese Treppe, Schritt für Schritt erreichen wir dieses Ziel. Alles, was wir gerade vorhaben, es geht nicht stürmisch voran. Es wird auch keine schnelle Wachstum sein. Es ist eine langsame Wachstum, aber das führt zum Ziel. Da kommt diese Erfüllung. Aber wichtig ist, dass wir gerade klare Ziele haben und das mit einem Stolz, mit einem Selbstvertrauen bewältigen und dass wir selbst die Entscheidungen treffen. In einer rechtlichen Lage weiß man nicht, was kommt, genau wie diese Verbindung zwischen Sonne und Jupiter erzählt. Genau so ist die Energie dem Tages, diese Tagesenergie von tibetischer Astrologie. Es ist sehr ungewiss. Es ist sehr ungewiss, was in rechtliche Lage kommen kann. Und wir sollen diplomatisch handeln. Es ist ein guter Tag für Kunstkreativität und vorbereiten die geschäftlichen Erfolg. Heute haben wir eine gewisse Eifersucht. Eifersucht ist möglich im heutigen Tag. Dann ist wichtig die Farben. Die untere Teil, wo er sitzt, das gibt uns die Halt momentan. Und das ist die Wasserelement. Und das sind unseren Gefühlen, unserem Unbewussten, unserem Träumen. Und dann kommt die Holzelement dazu, so wie diese Treppe das auch zeigt. Das ist ein langsames Wachstum. Und im Kopfbereich, wo unserem Gedanken ist, die Metallelement klären. Im Gedanken etwas mit uns selbst klären, damit wir klare Entscheidungen treffen können. Und im Handbereich und auch bei diesem Fuß bedeutet die Schritte machen, hier Schritte machen, handeln, das natürlich mit Begeisterung, das ist schon Feuerelement dabei. Die Glückszahl ist die Zahl 1 im Metallelement, das heißt selbst Entscheidungen treffen, klare Entscheidungen treffen, etwas klären.
Worauf sollen wir konzentrieren? Das zeigt in die Mitte die Zahl 4 im Erde-Element, dass wir brauchen eine Struktur und auch Materie, also um Finanzen auch kümmern und all das, was wir vorhaben, Ziele setzen, damit wir das in Tat umsetzen können. Und das hat dann auch Hand und Fuß. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 7 im Feuerelement. Es ist zwar nicht so ausgeprägt, also nicht so stürmisch, aber eine gewisse Begeisterung ist dabei, wenn wir die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und da in die kommenden Tagen dann auch handeln. Und das war die heutige Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.